Torreicher Auftakt im ersten Test. Vor rund 1600 Zuschauern hat Alemannia Aachen die Auswahl des SV Höngen und Hertha Mariadorf mit 10:0 besiegt. Bester Torschütze der Schwarz-Gelben war Dennis Potzter mit 4 Treffern, Neuzugang Dennis Borg traf 3-mal. Auch Dario Schumacher trug sich in die Torschützenliste ein. Jeder Spieler war engagiert, weil wir auch unter der Woche sehr, sehr viel gearbeitet haben. Und gut, dass wir ein paar Tore geschossen haben. Und klar, wir haben natürlich auch ein paar Chancen ausgelassen, aber letztendlich muss man sich die Chancen immer erspielen. Und ich denke, das hat man heute gesehen und es war sicher eine zufriedenstellende Leistung. Mit dabei waren auch die beiden Testspieler Timmy Thiele und Sascha Herröder, die in der zweiten Trainingswoche weiter auf dem Prüfstand stehen. Da haben wir ihre Leistung gut gebracht und wir werden jetzt überlegen, ob wir sie weiter mittrainieren lassen bzw. ob wir da in eine Verpflichtung reingehen. Wie schon beim ersten Training vor einer Woche war das Interesse an der neu zusammengestellten Mannschaft groß. Vor allem die Autogramme der Neuzugänge waren sehr gefragt. Ich glaube, das war eine rundum zufriedene Veranstaltung, wenn man sieht, wie viele Leute jetzt hier waren, 1651 Zuschauer. Man hat gesehen, dass die Leute sich wieder für Alemannia Aachen interessieren und da müssen wir weiter dranbleiben und wir als Verein und wir als Mannschaft müssen unseren Teil dazu beitragen, dass also auch die Leute weiterhin kommen und dass die Begeisterung weiter hochgehalten wird und da werden wir alles dran tun, dass wir das auch so weitermachen.